Du wirst langsam ein großer Junge. Ich bin schon groß und vier, komm doch und spiel mit mir. Ich lade dich ein, ich bin Caillou. Groß ist die Welt und schön, es gibt so viel zu sehen, viel zu entdecken mit Caillou. Was ihr hier seht, ist spannend und neu. Und Mami und Papi sind immer dabei. Wir spielen jeden Tag und was ich mal nicht mag, ist schnell vergessen bei Caillou. Caillou, Caillou, Caillou. Spiel doch mit! Clementine, die Nachmacherin. Okay, Kinder, es ist Zeit für unseren Musikkreis. Beim Musikkreis machte Caillou immer ganz besonders gern mit. Und Clementine war eine seiner besten Freundinnen. Clementine, ich habe dir einen Platz freigehalten. Danke, Caillou. Also, heute gibt es einen ganz besonderen Musikkreis. Wir bauen uns nämlich unsere Musikinstrumente selbst. Und zwar aus Sachen, die man normalerweise in die Umwelttonne wirft. Toll! Okay! Prima, Jeffrey! Ups! Oh, klasse! Clementine, hier meine Trommel! Gute Idee! Trommel? Aber ich habe eine Trommel gemacht. Guck mal, ich habe sogar Trommelstöcke. Das ist eine tolle Trommel, Caillou. Und was hast du entdeckt, Clementine? Auch eine Trommel, aber hier, was ich damit machen kann. Ausgezeichnet. Clementine, du trommelst uns den Takt vorweg und alle anderen Instrumente steigen dann nacheinander ein. Caillou wollte Miss Martin sagen, dass das eigentlich seine Aufgabe wäre, denn es war seine Idee, Trommel zu spielen. Aber jetzt war es zu spät. Leo? Gut, Jeffrey und Jason. Xavier? Und du, Caillou? Ihr habt alle sehr schön gespielt. Vielen Dank, Clementine. Das war eine gute Einleitung. Das ist nicht fair. Clementine hat mir alles nachgemacht. Am nächsten Tag hatte Caillou schon vergessen, dass Clementine ihm die Idee mit der Trommel nachgemacht hatte. Jetzt will ich eine Straße auf meinen Berg bauen. Ja, das kann mein Bagger sein. Brrr. Gute Idee. Niu, brumm, 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 brumm. Guck mal, eine Garage. Wow, das ist eine tolle Straße. Kann ich mit einem Wagen da drauf fahren? Klar, du kannst auf meiner Straße fahren. Danke, vielleicht später. Hier gibt es eine Garage. Caillou war ein bisschen gefrustet. Es war seine Idee, eine Straße zu bauen und nicht Clementines. Sie hatte ihm das wieder nachgemacht. Caillou freute sich auf die Frühstückspause, denn heute durfte jeder von zu Hause etwas zu essen mitbringen. Nein, hier ist kein Platz, Clementine. Auf dieser Seite ist Platz. Mein Essen sind Karotten. Was hast du, Caillou? Warum? Willst du mir auch mein Essen nachmachen? An diesem Abend ärgerte sich Caillou immer noch über Clementine. Was hast du, Caillou? Clementine ist eine Nachmacherin und das mag ich nicht. Eine Nachmacherin?
Erzähl mir mal, was sie getan hat. Zuerst hat sie meine Trommel und dann die Straße nachgemacht, die ich im Sand gebaut habe. Ich verstehe. Also, sie hat das bestimmt nicht gemacht, um dich zu ärgern. Clementine ist deine Freundin. Stimmt doch, Caillou? Ja, ich glaube. Also, heute wollen wir alle wunderschöne Vögel basteln. Und ihr könnt eure machen, wie es euch gerade gefällt. Kann ich hier sitzen, Caillou? Okay. Aber mach mir nicht alles nach. Ich finde es toll, was ihr da macht. Jeffrey, du musst die Kulleraugen an den Vogelkopf kleben und nicht an deinen eigenen. Gute Idee. Was machst du da, Caillou? Gar nichts. Guck weg. Caillou war stolz auf seinen Vogel. Er konnte es gar nicht erwarten, ihn allen zu zeigen. Caillou, der Vogel ist wunderschön. Mir gefällt der Schwanz. Ich glaube, ich mache ihn auch so. Aber Clementine, du bist eine Nachmacherin. Jeffrey, das sind aber sehr, sehr viele rote Federn. Vielleicht tun wir ein paar an deinen Vogel. Du meine Güte! Seht euch nur mal diese schönen Flügel und Schwanzfedern an. Clementine, möchtest du als Erste den anderen etwas zu deinem Vogel sagen? Caillou fand es unfair, dass Clementine als Erste zu ihrem Vogel etwas sagen durfte. Das ist ein bunter Vogel. Und woher hast du die Idee, die Flügel aus Federn zu machen? Diese Idee habe ich von Caillou. Er kann toll basteln. Er macht die besten Trommeln und weiß, wie man gute Straßen baut. Und ich wollte seinen schönen Vogel unbedingt nachbasteln. Caillou war stolz, als er das hörte. Clementine hatte ihm nur alles nachgemacht, weil sie seine Ideen toll fand. Das ist sehr lobenswert. Ich finde es sehr schön, dass du deine guten Ideen mit anderen teilst. Danke. Und danke, Clementine. Ich glaube, Jeffrey möchte mit uns die Federn teilen. Ab jetzt hatte Caillou nichts mehr dagegen, wenn Clementine ihm etwas nachmachte. Er war sehr stolz, dass sie seine Ideen mochte. Caillous Plakat. Was brauchen wir jetzt, Mami? Mal sehen. Pfirsiche, Caillou. Caillou half seiner Mami sehr gern beim Einkaufen. Pfirsiche, hier. Als nächstes Äpfel. Hat hier jemand Äpfel gesagt? Sehen Sie mal, ich habe eben eine Ladung fantastischer Äpfel bekommen. Frisch von einem hiesigen Bauern. Mhm, ich mag Äpfel sehr gern. Ich auch. Und weißt du auch, warum gerade frische Äpfel sehr gut sind? Weil sie in einem Apfelkuchen besonders lecker schmecken. Ich wollte sagen, weil man damit köstliches Apfelmus machen kann. Aber deine Antwort gefällt mir auch sehr gut. Was steht noch auf Ihrer Liste? Wow, das ist aber ein tolles Bild. Hat das deine Mami gemalt? Nein, das war ich. Caillou zeigte Ted ein paar seiner Bilder. Ein Auto, eine Rakete und auch ein Bild von Gilbert. Hättest du vielleicht Lust, ein Plakat für mein Schaufenster zu malen? Ja, und was soll da drauf sein? Etwas, das mit Herbst zu tun hat. Weißt du, Bäume, Blätter und sowas. Als Belohnung könnte ein großer Beutel mit Äpfeln für dich herausspringen. Wirklich? Aha. Und dein Bild könnte dann vielleicht auch in unserer Zeitung veröffentlicht werden. Okay, Kinder, jetzt dürft ihr malen. Was hast du denn vor, Caillou? Ted vom Supermarkt möchte, dass ich ein Plakat male. Das wird sogar in der Zeitung veröffentlicht.
Wow! Das ist ja eine fantastische Gelegenheit. Da sind wir aber alle sehr gespannt auf dich. Und was willst du malen? Vielleicht einen Garten mit Obstbäumen und Gemüse. Und Ted hält einen großen roten Apfel hoch. Und Näschen? Vielleicht. Caillou war begeistert, als er mit seinem Plakat begann. Und er fing an, ein paar Apfelbäume zu zeichnen. Das sieht nicht richtig aus. Die sehen auch nicht gut aus. Vielleicht kann ich doch nicht so gut zeichnen. Caillou war gefrustet, bis er die Bilder von jemand anderem ansah. Das da ist dein Bild, nicht wahr, Leo? Aha. Das ist gut. Kannst du für mich ein paar Apfelbäume zeichnen? Okay. Ja, das sind tolle Apfelbäume. Aber mein Gemüse sieht aus wie... zerquetschte Kürbisse. Oh, entschuldige. Ich bin eine gute Zeichnerin. Ich kann dir Karotten zeichnen und ein Häschen. Okay. Danke, Clementine. Das Häschen gefällt mir. Ja, das male ich jetzt aus. Caillou sah, dass Jason das Fahrrad gut ausmalen konnte, ohne über die Linien zu kommen. Jason, hilfst du mir, mein Plakat auszumalen? Ja, okay. Darf ich auch helfen? Ich kann sehr gut Menschen zeichnen. Klasse, dann zeichne Ted. Wie sieht denn Ted aus? Er ist ungefähr so groß. Er lacht sehr viel und, oh ja, er hat ein blaues Hemd an. Wie ist das? Der sieht genauso aus wie Ted. Irgendwas fehlt da noch. Ah, ich weiß. Die Sonne. Caillou war sehr, sehr stolz auf das Plakat. Das ist wirklich sehr gut, Caillou. Bekomme ich jetzt meine Äpfel? Ich glaube, Ted wird sie dir bestimmt bald geben. Caillou, mir gefällt dein Plakat sehr. Du bist ja ein richtiger Künstler. Dankeschön. Ted hat gesagt, dass ein Foto von Caillou in unsere Zeitung kommt. Darüber freuen sie sich bestimmt, was? Ist das nicht fantastisch, Leo? Ja, muss wohl so sein. Seht euch nur mal diese Bäume an. Und das süße kleine Häschen. Wunderschön. Caillou gefiel es sehr, dass sein Plakat so gelobt wurde. Obwohl das meiste seine Freunde gemalt hatten. Hier ist die Belohnung, Caillou. Ein großer Beutel mit Äpfeln für dein hervorragendes Plakat. Du hast es verdient. Danke, Ted. Wenn du morgen mit deiner Mutter wieder hier bist, kann ich von dir und deinem Meisterstück ein Foto für die Zeitung machen, okay? Okay. Warum hast du denn gar nichts gesagt? Ich habe dir beim Plakat geholfen. Und Clementine und Jason und Jeffrey auch. Ich weiß, aber er wollte doch von mir ein Plakat haben. Na komm schon, Leo. Ist irgendwas, Caillou? Ja, weißt du, das Plakat? Ich habe nicht alles selbst gemacht. Oh, ich verstehe. Hat Leo dir geholfen? Aha. Ich habe die Sonne und Leo die Bäume gemalt. Und Clementine das Häschen. Ein paar haben auch noch geholfen. Also habt ihr alle sozusagen als Gruppe daran gearbeitet? Ja, ich sag Ted, dass ich Hilfe hatte. Dann kann er allen erzählen, dass wir es zusammen gemalt haben. Und ich weiß auch wie. Okay, und jetzt müsst ihr alle schön lachen. Sagt Apfelmus. Apfelmus. Danke, dass wir auch auf dem Foto drauf sind, Caillou. Wir haben alle an dem Plakat gearbeitet, also müssen wir auch alle auf dem Foto sein. Ich glaube es nicht. Wir kommen jetzt alle in die Zeitung. Cool. Juhu! Der schmeckt aber lecker. So, jetzt wird noch ein Foto gemacht.
An diesem Tag hatte Caillou gelernt, dass Anerkennung derjenige verdient, der auch die Arbeit hatte. Und gemeinsam mit seinen Freunden auf einem Foto zu sein, das ist doch spitze. Das neue Spielhäuschen. Bei Caillou zu Hause war heute ein ganz besonderer Tag. Daddy hatte für Caillou und Rosie ein neues Spielhäuschen gebaut und das war fast fertig. Hier ist die Limonade, Papi. Puh. Danke, ihr zwei. Ich will dir helfen. Weißt du was? Die Limonade war schon eine große Hilfe. Außerdem musst du es ja noch einrichten und so. Hi, Caillou. Wow, das ist ja fast fertig. Ja, da hast du recht. Alles Weitere ist die Aufgabe von Caillou. Ich male das Häuschen an, so wie ich es will. Und dann kommen Möbel hinein. Brauchst du Vorhänge? Wenn du willst, kannst du meine alten haben. Darf ich anstreichen helfen? Ich habe meine eigenen Pinsel und so. Okay. Ja, ich hol meine Pinsel und die Vorhänge. Das wird Spaß machen. Natürlich machte es Spaß, auch wenn die Arbeit anstrengend war. Caillou und Sarah machten zuerst mal sauber. Dann bemalten sie die Außenwände von dem Häuschen mit bunten Blumen. Anschließend wurden Sarahs Vorhänge an Papis alten Vorhangstangen befestigt. Und dann fiel Sarah noch etwas Tolles für das Spielhäuschen ein. Das ist ein Dosentelefon. Ich habe es letztes Jahr mit meiner Mama gemacht. Funktioniert das wirklich? Aha, aber der Bindfaden muss gespannt sein. Los, probieren wir's. Ich gehe in das Häuschen rein und du rufst mich an. Klingeling, 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 klingeling. Oh. Ja, ich kann dich hören. Darf ich reinkommen? Natürlich. Das war toll. Jetzt müssen alle anrufen, bevor sie reinkommen. Okay, aber wer sind alle? Ich hab ne Idee. Komm mit. Rosie macht das. Aha. Mami. Mami, dürfen wir Clementine und Leo zu einer Spielhäuschenparty einladen? Das ist eine lustige Idee. Aber nur, wenn Rosie auch eingeladen wird. Party! Ja! Am besten macht ihr die Samstag. Papi hilft euch vielleicht auch beim Blaubeermuffins backen. Lecker! Ich mag Blaubeermuffins sehr gern. Danke, Mami. Habe ich zu viel reingetan? Nein, das ist genau richtig. Hallo? Hi, Sarah. Oh, tut mir leid, das zu hören. Augenblickchen, ich geb dir Caillou. Sarah muss dir etwas sagen. Hi, Sarah. Hi, Caillou. Ich bin leider erkältet. Mama sagt, ich darf erst dann wieder rüberkommen, wenn es mir besser geht. Ich könnte euch nämlich anstecken. Oh nein. Ja. Ich finde es so schade wegen der Spielhäuschenparty. Das stimmt. Wir werden dich sehr vermissen. Du meinst, ihr macht die Party trotzdem? Klar, ich bin nicht krank und wir machen gerade die Muffins. Oh, naja, dann wünsche ich euch viel Spaß ohne mich. Danke, Sarah. Tschüss. Was hat Sarah zur Party gesagt? Sie sagte, viel Spaß. Wirklich? Das ist aber nett von ihr. Ich dachte, du verschiebst die Party, bis es ihr wieder besser geht. Aber anscheinend ist es ihr egal. Doch Caillou war sich nicht mehr so sicher. War es Sarah wirklich egal? Klingeling, hi,
hier ist Clementine. Komm rein. Dein Dosentelefon ist toll. Danke, Sarah hat es mitgebracht. Mir gefallen die bunten Blumen. Danke, Sarah und ich haben die gemalt. Anscheinend hat Sarah viel geholfen. Warum ist sie nicht hier? Sie ist heute krank, aber sie wollte unheimlich gern kommen. Hallo, der Party-Service ist da. Also hier bitte belegte Brötchen, Obst und... Blaubeermuffins! Blaubeermuffins sind das Allergrößte. Findet Sarah auch. Ist alles in Ordnung? Ich wünschte, Sarah wäre hier. Ob es ihr jetzt schon besser geht? Das glaube ich nicht, mein Hase. Ich hätte doch mit der Party warten sollen, bis es ihr wieder besser geht. Möchtest du, dass ich Sarah einige Muffins bringe? Ja, bitte. Mami, könntest du bitte Sarah noch etwas mitbringen? Ja, hoffentlich geht es Sarah bald wieder besser. Ja, bestimmt. Oh, hallo Sarah. Caillou möchte, dass du auch ein paar bekommst. Vielen Dank. Und dann bat er mich, dir noch etwas mitzubringen. Wir vermissen dich! Rosie auch! Ich vermisse euch auch! Danke für die Muffins! Gern geschehen! Wie gut, dass wir immer genügend Bindfaden im Haus haben. Man kann ja nie wissen. Hey, wenn du wieder gesund bist, bastelst du mir auch ein Telefon? Und mir auch. Gern. Sarah war wirklich eine prima Freundin. Und Caillou war froh, dass man ihr das mitteilen konnte. Auch wenn das alle nur durch eine Blechdose sagen konnten.